Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden sei mit euch, Shalom. Es gibt Neuigkeiten aus Israel, brandaktuell. Weitere 5 rote Kühe sind eingetroffen in Tel Aviv auf dem Flughafen, eingeflogen aus Texas. Und ja, diese roten Kühe, die haben es in sich, weil sie werden benötigt für ein bestimmtes Opferritual, das auch direkt im Zusammenhang steht mit dem Tempel, mit dem Wiederaufbau des dritten Tempels und damit alles in allem die Einleitung sozusagen der 7-jährigen Drangsal, die Offenbarung des Messias, also des Antichristen. Dazu kommen wir dann gleich, aber jetzt erstmal in die Nachricht hinein und zwar von Israel 365 News. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Hier gibt es auch ein kleines Video dazu. Also, hier steht: Das Tempelinstitut und Bnei Israel haben am Donnerstag einen großen Schritt zur Wiedereinführung des Tempeldienstes gemacht. Als 5 rote Fersen auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion landeten. Ne, man nennt die rote Fersen. Ja. Diese roten Kühe. Die rote Ferse war der Hauptbestandteil des biblischen vorgeschriebenen Prozesses der rituellen Reinigung von Unreinheit, die durch die Nähe oder den Kontakt mit einem toten Körper entsteht. Da die für diese Zeremonie erforderlichen Elemente seit der Zerstörung des zweiten Tempels fehlen, also 70 nach Christus, gelten heute alle Juden als rituell unrein, was die Wiederaufnahme des Tempeldienstes verhindert. Das Tempelinstitut hatte vor etwa einem Jahrzehnt unter der Leitung von Rabbi Azaria Ariel das Programm der roten Kuh ins Leben gerufen. Aber selbst zu Zeiten des Tempels war ein Tier, das die biblischen Anforderungen erfüllt, äußerst selten. Ja, es war äußerst selten. Da die Viehzüchter in Israel keine geeignete Kandidatin auftreiben konnten, begann das Tempelinstitut nach alternativen Quellen für die rote Ferse zu suchen. Bnei Israel, eine Organisation, die christliche Israel-Liebhaber mit dem Heiligen Land in Verbindung bringt, kam zur Hilfe. Unter der Leitung von Byron Stinson, einem gebürtigen Texaner, verstand Bnei Israel die Viehzüchter. Ich habe mir das nicht vorgenommen, aber im Moment bin ich wahrscheinlich der beste Jäger von roten Fersen in Texas, scherzte Byron. In der Bibel steht, dass man eine rote Kuh bringen soll, um Israel zu reinigen. Und ich verstehe das vielleicht nicht, aber ich tue einfach, was die Bibel sagt. Die Prophezeiungen haben sich erfüllt und die Juden sind zurück in Israel, sagte Byron. Jetzt müssen sie einen Tempel bauen. Aber das ist wie beim Kauf eines schönen Autos. Wenn du den Schlüssel nicht hast, kommst du nirgendwo hin. Die rote Ferse ist der Schlüssel, damit der Tempel so funktioniert, wie er funktionieren soll. Bnei Israel schaltete ganzseitige Anzeigen in Viehzuchtmagazin, um den Viehzüchtern die Situation zu erklären. Sie baten darum, dass alle roten Kälber beiseite gelegt werden. Vor einigen Jahren begann der Farmer, ein gläubiger Christ, sich intensiv für das biblische Gebot zu interessieren, erklärte Stinson gegenüber Israel 365 News. Er begann, Rinder auf diese Eigenschaft hin zu züchten. Als mein Team und ich uns in Texas auf die Suche nach einer roten Ferse machten, waren seine bereits besser geeignet. Eine der größten Schwierigkeiten bestand darin, dass die Regierung vorschreibt, Kälber gleich nach der Geburt zu markieren. Die Ohrmarke verursacht ein Loch im Ohr des Kalbes, ein Makel, das das Kalb für die Mitzwa disqualifiziert. Der Landwirt erklärte, dass der Mitarbeiter, der normalerweise die Ohrmarke anbringt, wegen Covid nicht auf dem Hof kam, als diese 5 Kälber geboren wurden. Ein Team von Rabbinern des Tempelinstitut flog letztes Jahr aus, um die Kälber zu inspizieren. Die Anforderungen sind unglaublich hoch. Das gesamte Kalb darf nicht mehr als
2 nicht rote Haare haben. Es darf auch nie für irgendwelche Arbeiten verwendet oder geschwängert worden sein. Die Ferse muss 2 Jahre und 1 Tag alt sein, um für die Zeremonie geeignet zu sein. Es kann vorkommen, dass ein Kalb, das in jungen Jahren vollkommen rot ist, mit zunehmendem Alter schwarze oder weiße Haare bekommt oder einen Makel entwickelt. Manchmal fallen die farbigen Haare auch aus oder verschwinden. Die Zertifizierung des Kalbes erfordert eine vollständige und intensive Inspektion, bei der ein mit den Gesetzen vertrauter Rabbiner das gesamte Kalb mit einem Vergrößerungsglas untersucht. Shannan Kupietzki, ein orthodoxer Jude aus Efrat, ist der Verbindungsmann zwischen Bonne Israel und den Rabbinern des Tempelinstituts. Die Juden müssen nicht rein sein, um den Tempel zu bauen oder die öffentlichen Opfer darzubringen, erklärte Shannan. Andererseits bringt Reinheit sie auf die nächste Stufe und erleichtert den Wiederaufbau des Tempels und die Durchführung des Gottesdienstes. Ja, hier geht es dann noch weiter im Text, aber das Wichtigste haben wir hier schon gelesen. Und ja, vielleicht schauen wir nochmal, ich hoffe, das geht hier in das Video kurz hinein. Hier ja die roten Kühe angekommen am Flughafen, man hat es gehört, ja, und hier sehen wir auch gleich, in welchem Zusammenhang das mit der Bibel steht, ja, in Numeri 19,2. Da gehen wir jetzt mal hin, und zwar 4. Buch Mose ist das, 19. Das ist eigentlich das ganze Kapitel, also Verse 1 bis 22. Wir lesen hier mal die ersten 3 Verse. Hier heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf der noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eliasar geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Und dann geht das weiter in diesem ganzen Kapitel. Und ja, das ist etwas eigenartig, weil ja, es geht hier um Verunreinigung, ja, durch zum Beispiel, wenn man Kontakt hat mit Toten, oder auch andere Dinge. Und interessant ist eben hierbei, dass eben der Unreine rein wird dadurch, dass der Reine unrein wird. Ja? Und im Prinzip ist das hier eine Vorschattung von Jesus Christus. Jesus selber eben als völlig rein, makellos, ohne Sünde, hat alle Sünden der Welt auf sich genommen, wurde also zur Sünde, wurde unrein, damit wir Unreinen, also Sünder, rein werden. Durch sein Blut, ja, werden wir gereinigt, und im Prinzip ist das hier schon eine genaue Vorschattung. Ja?
Und ja, leider haben sie, die Rabbiner, das noch nicht verstanden, aber das wird noch dann geschehen am Ende der Drangsal in Israel. Zumindest ein Drittel der Judenheit wird es dann noch verstehen. Ja, dass das hier, wie gesagt, dieser Wiederaufbau des Tempels, des steinernen Tempels in Jerusalem, auch eben die Heimat wird sozusagen für den Messias, Meschiach, für den Antichristen. Das lesen wir zum Beispiel ja in der Endzeitrede Jesu Christi selber. Ja, schauen wir hier mal in Matthäus 24, 15. Ja, hier heißt es, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, der vom Propheten Daniel angesagt worden ist, nämlich in Daniel 9, 27, 11, 31 und 12, 11, an heiliger Stätte stehen seht, der Leser merke auf, dann sollen die Gläubigen, die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen. Ich habe hier mal die Mengeübersetzung genommen. Ja. Also hier wird ganz klar Bezug genommen auf Daniel. Ja. Und zum Beispiel auch hier in Markus 13, 14, eine Parallelstelle in den Evangelium, hier heißt es, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung dastehen seht, wo er nicht stehen darf, ne, auch hier wieder die Stellen Daniel, der Leser merke auf, dann sollen die Gläubigen, welche in Judäa sind, in die Berge fliehen. Also, der Antichrist, eben der falsche Messias, ja, wird den Tempeldienst einsetzen. Ja, er wird den Opferdienst einsetzen, den Opferdienst, und wenn er die Schlachtopfer eben aufhören lässt, nach 3,5 Jahren, nach der Hälfte, ja, und sich dann selber in den Tempel setzt und als Gott ausgibt, ja, dann müssen diese Leute die Gläubigen, die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen. Da haben wir Christen dann ja nichts mehr mit zu tun. Wir sind vorher da schon entrückt vor der Drangsal. Ja, wie gesagt, er schließt einen Bund mit vielen. Ja, wenn er kommt, der falsche Messias, der Meschiach, ja, er schließt einen Bund mit vielen. Was könnte das heißen? Noch ist der Tempelberg ja besetzt durch eine Moschee. Ja, und vielleicht gibt es hier aber einen Ländertausch oder einen Tausch von Ländereien. Ja, der Tempelberg, dass man hier dieses Gelände vielleicht tauscht mit Ländereien, zum Beispiel der Westbank, dem Gazastreifen, Samarien. Ja, und das sieht auch so ein wenig so danach aus. Ja, wir schauen hier nochmal in Daniel 9, 27. Hier steht nämlich, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, also 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also bis zum Ende dieser Drangsal. Ja, ja, und dieser Tausch, ne, des Tempelberges vielleicht mit, dass Israel vielleicht Ländereien abgibt, das gefällt Gott natürlich auch nicht. Ja, das ist sein Augapfel Israel, das Land Israel, die Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion eben, das ist Gottes Augapfel. Und hier haben wir auch eine Vorhersage, eine Prophetie in Joel, ja, Kapitel 4, Verse 1 bis 2, hier steht, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Mhm. Mein Volk hat das Land verteilt, vielleicht für den Tempelberg. Ja. Kommt er macht einen festen Bund mit den Heidenvölkern. Er macht den Bund und sagt, ich will den Tempelberg, ich will den Tempel haben, aber ich gebe Ländereien ab hier, Westbank, Gaza und so weiter. Und wir sehen solche Entwicklungen politisch, sehen wir bereits. Ja, ja, wie wir sehen, es geht jetzt mit riesen Schritten auf diese Drangsal hinzu.
Und ich denke mal, dass wir auch bald die Errichtung des Tempels sehen, beziehungsweise die Offenbarung des falschen Messias, des Messias, Meschiach. Ja, und wenn es soweit ist, dann sollte spätestens jeder schon seinen Frieden mit Gott geschlossen haben durch Jesus Christus. Er hat sich eben geopfert für uns, für unsere Sünden. Ja, er hat sein Blut vergossen für uns, damit wir Sünder unrein eben rein werden. Und das reicht, wie gesagt, wenn wir von ganzem Herzen an ihn glauben, dann sind wir eben erlöst auf ewig und haben wieder Gemeinschaft mit Gott. Ja, ich danke euch soweit. Wenn es etwas Neues gibt, werde ich mich wieder melden. Ansonsten, Shalom.